isst ein kleines Möhrchen. Und anschließend noch ein Bier. Aber die Brenndauer haben sie verkürzt, habe ich das Gefühl. Echt? Ja, habe ich nicht gemerkt. Ich bin zweimal angebrannt und bin direkt tot gewesen. Naja, du, ich rede jetzt von den Gegnern. Ich habe keine Metallplatten mehr. Also keine Metallplatten mehr im Kopf? Ja, im Kopf habe ich die schon lange nicht mehr, Junge. Also, ich habe schon lange rausnehmen lassen. Ich gebe aber zu, dass meine Familie durchaus darüber streitet, ob das der richtige Schritt war. Was? Schrauben? Die Metallplatte rauszunehmen. Aus meinem Kopf. Wie ihr euch vorstellen könnt. Nee, ich sage nichts. Ich bin da durchaus uneinig. Weiß nicht warum. Ehrlich. Ich hab so dick geklebt. Warum sitze ich denn hier? Fang an zu beten. Sind doch noch dabei, blöd. Na, und trinke noch ein Bier. Und noch mal eins. Genau. Oh, das ist ein laut. Oh, das geil, laut. Schön geköpft. Scheiße, ich komme hier nicht. Das ist laut. Diese Maschinen da. The Machine. The Machine. Tut, tut die Maschine. Der Semmelautomat. Kleines Fleisch. Ich habe gar kein Fleisch mehr. Nichts mehr. Ah, super, ich kann kein Fundament bauen. Ich habe ein Problem. Kann mir jemand mal ein Fundament hier bauen? Ja, was denn, wo denn? Da, wo die Dings Basilikum draufstehen. Basilikum? Die Basilisken. Basilika. Können wir uns aufs genau, Essen machen, wa? Das Basilikum draufsteht. Die Basilikumse. Genau, hinter der Mauer. Basilisk. Aber vorher sicherstellen, dass nein, man auch die Sachen dabei Basilikum hat. So, ich bin schon da. Wo, ja, wo bist du denn? Ja, ich bin hinter der Mauer und komme nicht mehr raus. Bitte, Jungs, ich sehe dich gar nicht. Was, wo bist du? Das will ich sehen. Ich bin hinter der Mauer und komme nicht mehr raus. Ja, warte, Max, ich will das vorher sehen. Nicht mehr raus. Guck, guck, ich sehe dich. Jetzt ist feige, der hat hinter der Mauer versteckt. Genau. Hier verbringe ich ab jetzt jede Zombie-Nacht. Kann man bitte auch noch die Räuberleiter machen? Das Ding da wegmachen? Nee, Räuberleiter. Nee, mach die weg. Auf der Seite, wo ich jetzt stehe, da ist so ein großer Stein. Da kannst du dich draufstellen und von da aus dann auf die Mauer springen. Aufs Basilikum springen. Hier. Genau. Boah, ich bin schon ganz erregern hoch. Achso, hast du die Sache mit für ein Ding? Ich hab grad den Mund voll. Alle, ja. Energy auf mich. Was? Hast du alles mit? Ich hab nichts bedeutet, ich wollte nur gucken, wie das aussieht. Das ist immer ein Trittbett bauen, war gescheiter, ha? Huh? Hallo, ihr da! Hallo, Bier da! Hallo, Bier da! Ja. Schmeißt du wenigstens was zu essen runter? Genau! Da, schauen wir was damit. Ja, das geht. So, das ist sehr gut, danke. Sollten wir auch stehen lassen für den Nächsten, der dahinter kommt. Ja, genau. Dann, also abgekriegt ist er nicht. Wir haben Hintern, komm. Wir lassen einfach hinten so stehen. Ja, aber der verbrennt ja dann. Was denn mit den Flammenwerfer? Ach ja, dann Upgrade. Ja, ich kann nicht, weil ich hab das Material nicht. Achso, dann guck ich mal, ob ich das Material hab. Okay, ja. Ich baue hier gerade eine Mauer. Ziegel und verwendeter Stein und so. Also ich hab jede Menge dabei für Mauer. Okay. Es reicht auf Stein. Ah, da haben sie drei Propeller abgebaut. Okay. Was? Haben drei Propeller gebaut? Abgebaut, ja. Was war's? Da bauen wir einen Schredder hin. Was? Ein Schröder? Ein Schredder. Noch mehr politische Witze, oder was? Nee. Ich fühl mich schon ganz geschrödert, oder was? Ja, genau, ich fühl mich schon ganz geschrödert. Da bauen wir einen Schredder hin. Und den hängen wir dann am Strom. Gib mir mal eine Flasche Bier, sonst streik ich hier. Nee, sonst mach ich Hartz IV, ja. Mutter, ein Stecker und 5 Eisenplatten. Der Kino wollen proppen, der macht sich jetzt schön den Lenz bei Frommel oder wo das Ding ist, oder wie das Ding heißt. Ja, kannst du laut sagen. Der hat genau richtig getroffen, der Mann. Der hat geguckt, dass er aus seiner politischen Karriere Kapital schlägt. Hat sich schön von den Russen schmieren lassen.
Und sehr gut. Der wollte wirklich schmieren lassen mit Öl, ne? Ja. Ist ja so. Ja, meinst du, der ist jetzt umsonst da in dem Vorstand? Das ist doch kein Zufall. Nee, nee, das ist klar. Ja, die Tür ist dann hinterher zugefallen, das stimmt ja. Ja. Das ist doch kein Zufall. Er hat schön vorher mit Öl geschmiert, seine Kollegen, damit da halt die ein oder andere Pipeline gebaut wurde, ne? Der hat seine Kollegen mit Öl geschmiert. Und, oh. Ja. Und kaum hat er als Kanzler ausgedient, geht er dann in den Vorstand. Sehr merkwürdig. Ja, das ist aber doch. Ja, ist ein Zufall, aber die sind alle. Aber ja, Zufälle sind echt in denen. Verfolgt sie die österreichische Innenpolitik? Dirk, ja, aber nicht, was verfolgst du? Ja, ich höre. Soll ich jetzt hinstellen? Ja. Ob du das verfolgst, die österreichische Innenpolitik? Nee, das kriegen wir hier gar nicht mit. Okay. Da kommt ab und zu mal ein Highlight, wenn dann irgend so eine Nazi-Partei wieder an die Macht kommt oder irgendwie. Nee, euer Präsi da wieder mal verknackt wird. Das kriegst du auch noch mit. Verknackt? Ja, der ist doch jetzt wieder. In Untersuchung, wegen weil er ja irgendwie Geld veruntreut hat oder sowas. Na, nicht der Presse, sondern der Bundeskanzler. Ja, der Presse ist doch dasselbe, ist doch alles präservativ. Ja, den meine ich jedenfalls. Und dann wird dann halt auch so ein bisschen erklärt, dass er sein Vertreter ja im Prinzip ja nur seine Marionette ist und ja, alles so ein Geklüngel. Was ich sehr lustig finde, dass man das ja weiß und trotzdem einfach akzeptiert, dass es so ist. Ja, ja. Was willst du denn machen? Ja, absetzen. Du kannst doch ein Misstrauensvotum machen. Ja, kannst du. Aber ja. Wie sieht das denn aus? Warum bin ich auf dem Bereich der Karte, wo ich angezeigt werde? Ja, das kann man theoretisch. Du sprichst nicht mehr mit. Genau. Du kommst hier nicht rein. Nee. Wir kommen hier ja nicht raus. Okay, dann kommst du eben nicht raus. Nee, ich bin schon leid. Irgendwo im Bereich, der auf der Karte nicht mehr angezeigt wird. Ja, ist gut. Sei doch froh. Kann ja keiner blöd kommen. Genau. So, Meistertechniker, da brauche ich das organische, elektronische Materialienbuch. Gesundheit. Genau. Gucken wir mal, ob wir das schon haben. Nee, haben wir anscheinend nicht. Nee, da müssen wir erstmal wieder mal losziehen, sozusagen. Was denn? Was brauchst du für ein Organ? Ich brauche das, für das ich lernen kann. Sekunde, ich gehe nochmal zum Tisch. Meistertechniker, damit ich Magnetspulen bauen kann, brauche ich das Buch Organische elektronische Materialien, das gibt es in der Schule. Haben wir das noch nicht? Nee, haben wir noch nicht. Ist ja verlockt. Können wir uns ja, ich meine, ich bin hier, glaube ich, jetzt fast fertig. Ja, draußen habe ich nur zwei Weizen gebaut, die sind eh angeschlossen, passt. Also braucht man nichts. Oh, du hast einen Weizen gebaut? Das Einzige, was ist, Munition braucht man. Also die Dings ist auf jeden Fall jetzt also, leer wieder, U-Bahn. Die Raketenmunition braucht man. Ich gehe mir jetzt eine Berliner Weiße holen, jetzt reicht's mal. Jetzt haben wir uns zu sehr inspiriert. Wir haben. Auf. Bringt es, wie ist das schnell? Ding mit, Schwarzbriefer. Bringt ihm ein Ding mit, was immer er uns damit mitteilen möchte. Schwarzpulver? Ja, ich versuche Schwarzpulver mitzubringen. Versuchen hast. Das ist natürlich nicht so, weil ich ärgern will. Jetzt bin ich versaut, versorgt, meine ich. Du bist schön versaut. Du bist entsorgt, ja. Warum wundert mich sowohl das eine als auch das andere nicht? Ich war gerade in der U-Bahn, aber die ist leer. Da habe ich jetzt nur 3-4 Steine drauf. Ey, wo kommst du denn her? Guck sie nicht rein. Ich habe doch wunderschöne Berliner Weiß mit. Was ist ein Geheimtunnel drinnen? Prost auf euch! Ja, danke, auf dich auch. Zum Wohle. Zu deinem und unserem Wohle. Oh Gott. Was braucht man da für Munition? Ja, also MRL ist das, gell? Ja, du kleiner Stinker. Haha. Sprit braucht man nur, gell? Also den Witz mit den drei Pastoren habe ich dir schon erzählt gehabt, ne? Kann das sein? Weiß nicht mehr lange.
Ich hab ihn jetzt gerade nicht präsent. Oh, jetzt hüpft er weg. Wo sich ein, also ein Bischof, ein Pastor aus Köln, ein Pastor aus Bayern und ein Pastor aus Berlin treffen sich. So, gehen alle drei in eine Kneipe, haben vor, ein Bier zu trinken. Der aus Köln stellt sich Kölsch, der Berliner stellt sich eine Weiße und der Bayer bestellt sich eine Cola. So, beide gucken ihn an, so ganz entsetzt, so guckt er zurück und meint so, na, wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich dann auch keins. Alter. Alles gut. Das ist gut. Ja, er ist gut und blöd. Zum gleichen Teil. Nein, ja, ne? Ja. Ja. Wenn ich kein Bier trinke, dann auch geht's. Diskriminierend ist das schon, ne? Also uns gegenüber allen. Aber ich will ja eh kein Bier trinken, also ich brauche mich gar nicht. Ja, aber ein Kölsch ist ja auch kein Bier, ein Kölsch ist ja Wasser. Ja, natürlich. Kölsch ist Luftwasser. Oh, erstmal müde, das Red, das ist. Und jetzt ist es dann wieder Köln. Also wenn ich mal ein Bier trinke, trinke ich gerne Leffe. Problem, ich wohne in Thüringen und mir schmeckt das Bier hier nicht, weil das alles mir viel zu bitter ist. Weil es nach Thüringen schmeckt, ne? Nee, nach Thüringen. Er weiß, wer die vorher angefasst hat. Nee, ich würde sagen, weil Thüringer Bier ist halt immer sehr bitter, also für mich zumindest. Und ich brauche halt so die Mitte, so zwischen süß und bitter. Mhm. Und darum trinke ich halt Berliner. Berlin. Okay. Berliner Kinder Jubiläumspilsner. Das richtige Berliner Pilsner trinke ich auch, das ist mir auch zu bitter. Aber das Jubiläumspilsner, oh, das geht runter wie Limo. Es ist aber keine Limo, ihr lieben Kinder da draußen. Sagst du? Das stimmt. Also, wer Bier trinkt, ne, der ist eigentlich echt kein guter Mensch. Ja. Kommt immer darauf an, wie viel man trinkt und wie oft. Und das tue ich nicht oft. Nur fünfmal täglich. Nö. Bei mir gibt's, ich habe immer so einen Hieper drauf. Manchmal gibt's so, dann trinke ich so wirklich mal so eine Woche mal jeden Abend mal so ein, zwei Bierchen und dann monatelang gar nichts mehr. So, und so ist es auch jetzt mit, weiß nicht mal, Rum oder Whisky oder so. Ich hole mir eine Flasche, die steht dann bei mir monatelang, wo ich dann irgendwann am Wochenende habe, mal einfach mal so richtig schön ein Glas Whisky zu trinken. Die steht dann halb so rum, ne? Whisky? Ja. Ja, warum, ne? Ist ja auch logisch, ne? Whisky? Ja, aber ich halt gerne Whisky, Rum und Tequila trinke halt. Am liebsten und Tequila. Und Whisky, ne? Tequila, olé. Ich trinke halt am liebsten den schwarzen Tequila oder Antigo heißt er. Der wird ja mit einem Mango zusammen getrunken. Keine Ahnung, ich trinke keinen Alkohol. Der silberne wird mit Salz und Zitrone getrunken. Der goldene wird mit Zimt und Orange und der schwarze wird mit einer Scheibe Mango getrunken. Ja, nice. Wir hatten doch so schön aufkramt. Die Allee, glaube ich. Brav. Kisten sind super. Was habe ich immer? Super aufgeräumt. Was gekocht, hat die Wäsche gewaschen und auch mal Deo aufgelegt, weil sie schon anfing zu schreien. Also irgendwie sind jetzt hier gerade die ganzen Erzvorkommen verbuggt, weil ich hau einmal zu und dann die spawnen sie einfach. Hey, ja, aber hier vorne ist auch verbuggt, weil hier vorne ist was drin, das sieht man ja, aber das, wenn du hingehst, steht da sehen. Na, ich sag nix, das ist leer. Was? Bei mir steht da was. Oh ja, das hat bis an das hingerungen. Das kann vielleicht sein, weil ich außerhalb der Karte bin, dass es bei mir despawnt, aber... Das ja, geh mal zurück. Die Karte funktioniert sowas auch nicht mehr richtig. Geh mal zurück. Tu mal zurück und tu. Mal wieder despawnt. Ach, bitte. Ah, wieder Metallplatten spielen, ey. Herstellen. Herstellen. Eigentlich müsste hier noch Eisenerz da sein. Ja, ist auch. Wenn man verbraucht, wenn man einmal anfängt zu bauen, verbraucht man doch ganz viel. Echt schnell. Aber ja. Wir haben reichlich, das
ist schon richtig. Aber die bringen jetzt auch schon wieder mit, also. Wisch die Krokodilstränen aus dem Gesicht. Ja, danke, danke. Finde ich gut. Bin ich Dude. Genau. Ich bin ein Dude. Du bist ein Dude. Ich bin ein Dude. Ein Dude kommt selten allein. Genau. Ich hab sogar die ganzen Originalteile habe ich zu Hause. DVD. Ein Dude kommt selten allein. Na, die hatten doch mal eine Neuverfilmung gemacht, war die nicht so gut ankam? Nee, die kam nicht gut an, aber ich hab die alte. Aber ich da die Serie. Ja, die fand ich auch nicht schlecht halt. Aber die haben sie halt mit der Neuverfilmung nicht richtig gut rübergebracht. Ach, die meisten habe ich auch gefallen. Guck dir mal hier MacGyver an, das ist doch wohl ein Trauerspiel. MacGyver? Ja. Weil ja, die konnten ja schlecht den alten MacGyver verwenden, ne? Nee, ja, der war klar, aber der neue, und auch die Art und Tricks, die die machen, ne? Bei der alten Serie hatten sie ja immer den Anspruch, dass wir Kugelschreiber sein, die es ohne Probleme nachbauen kann. Ja. Das ist doch ein Glöpferl, was die machen. Ja, das ist wie A-Team, ne? Ja, genau. Und B-Team. Und C-Hörnchen. Genau. Und Eichhörnchen. Ah, natürlich. Ich kenne nur ein Eichhörnchen und das tut weh. Boah, das ist schon cool. Eichhörnchen. Mhm. Und ein Schneehörnchen. Okay, wie freut's? War das Stern dran? You're not broken. You're not broken. Genau, das heißt es übersetzt. Du wirst mich nicht brechen. Du sollst dich über mich brechen. Ihr wollt euch erbrechen? Ist ja widerlich. Ja. Nein, das ist ein Song von Manche der, mögen das. In der letzten Eurovision. Der niederländische Sänger gesungen hat in Afrikaans und ist natürlich schlecht gewotet worden. Was hat der gesungen? In Angola gibt es Coca-Cola, in Angola gibt es Coca-Cola, Alter, du bist ja so verschwurbelt. Echt? Mir steht gerade wirklich der Mund offen, das muss ich ja sagen, weil ihr könnt es ja nicht sehen. Ich hab's gerade wirklich nicht gehört. Der hat etwa sowas gesungen. Da hat er irgendwas gemeint mit afrikanischem Lied oder so, ich hab mich verhört. Nee, der hat wirklich in Afrikanisch, also ich weiß nicht welchen Dialekt, ein Lied dann für Niederlande, also in Afrikanisch und Englisch präsentiert. Das kam natürlich nicht gut an, dafür gibt es da einfach zu viele Leute, die einfach da rassistische Gedanken auch gleich hegen. Ja, aber ich muss aber auch sagen, ich finde, das ist auch, also ohne jetzt Rassist zu sein, ich finde, das ist an so einem europäischen Musikcontest auch ein bisschen fehl am Platz. Ja, also, weil das ein Protestlied oder was? Nee, weil einfach, das ist ja ein europäischer Wettbewerb. Ne? Und, ne, also der mit europäisch. Achso, das hat Afrikaans hat damit nichts da, ja. Da hat Afrikaanisch nun mal eigentlich. Suchen, ne? Ja, gib mir da recht. Selbst Leute, die nicht rassistisch sind, wird was gestört haben. Der hat auch ein Video bekommen von Publikum. Yeah, 0 Punkte. Ja, also der ist wirklich total an. Aber nicht so viele Engländer. Ja, der hat schon recht. Wieso? Der hat Minus gehabt, oder wie? Nein, der hat 0-0. Der hat wirklich. Insgesamt 0 bei genau. Der Jury. Jury 0 und Zuschauer 0. Und das ist hart. Und jetzt, das ist richtig selbst hart. Deutschland hat immer und, was war das für ein Lied? Das ist ein relativ, also in England zumindest, ein relativ bekannter Songwriter und Sänger, der das, wie hieß der, Paul Newman, glaube ich, ist das. Ja. Der kann nicht singen. Aber es hat immer das Problem, wenn Leute dann anfangen, ne, habe ich ja auch schon mal über mit dir gesprochen, Keks, wenn Leute anfangen zu singen, die eigentlich nicht singen können, ja, das geht halt dann auch schon mal nach hinten los. Und da hilft manchmal einfach der Bekanntheitsgrad dann auch nicht mehr. Du, Aber das Lied war gut, es hätte nur jemand anders singen müssen. Dann hätte der super Punkte bekommen. Ja, ich Freunde, ich möchte euch nur was Folgendes sagen. Wir haben doch hinten die Maschinen aufgebaut, ne? Und da ist immer Schwarzpfeffer rausgekommen. Ihr habt gerade ja. Maschinen leer gemacht, kein einziges Schwarzpfeffer drinnen.
Ja, bei mir auch nicht.